Wir haben jetzt in den letzten Monaten hier erlebt, dass in der Photovoltaik viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Sie sind aufgefangen worden durch noch mehr neue Arbeitsplätze in der Windkraft. Aber ich sehe schon in der Photovoltaik schon ein bisschen Probleme, wenn Anlagen auf dem Dach jeden Monat 2% weniger Einspeisevergütung bekommen, also jeden Monat 2% Kostenreduktion, welches Produkt schafft das? Es wird allerdings, die Photovoltaik hat jetzt einen Punkt erreicht, wo sie eben zum Beispiel für bei großen Supermärkten einfach auch ohne erneuerbare Energiengesetz aufs Dach geschraubt wird und damit auch Strom liefern kann. Also die Energiewende ist nicht aufzuhalten, aber ja, können natürlich die Flüge gestutzt werden. Das sehen wir an der Photovoltaik im letzten Jahr und das könnte auch durchaus passieren in der Windkraft in südlichen Bundesländern, nicht in Norddeutschland, da sind die durch, aber in südlichen Bundesländern. Sehen Sie denn noch Potenzial, dass auch private Anleger in diesem Bereich in den nächsten Jahren noch investieren können? Also ich finde es sehr wichtig, wenn wir weiterhin die Möglichkeit haben, dass private Anleger investieren können. Dazu muss aber von der Grundstruktur das Erneuerbare Energiengesetz bleiben. Denn das hat genau ermöglicht, dass Private ihr Geld dort auch anlegen können. Wenn zum Beispiel Quotenmodelle kommen, wenn Ausschreibungen kommen, das soll ja kommen, dann werden nur noch die großen Unternehmen sich sowas trauen. Und dann wird natürlich die Möglichkeit für Privatleute, ihr Geld anzulegen in kleinen Fonds, oder aber auch als Privatpersonen oder auch in Bürgerwindkraftanlagen oder Photovoltaikanlagen, die wird dann immer mehr zunichte gemacht. Und das wäre sehr schade, denn es ist natürlich gerade der Sinn der Energiewende, dass es wirklich Energieproduktion in Bürgerhand auch weiter sein soll. Wir sprechen ja immer über das Erneuerbare Energiegesetz, auch unter dem Aspekt Einspeisevergütung. Die gilt für 20 Jahre, auch wenn die Vergütungen monatlich sinken, aber dann die gesunkenen gelten ja auch für 20 Jahre. Aber ein Aspekt dabei ist ja auch, man schließt die Anlage ans Netz an und der Strom muss abgenommen werden. Wie sehen Sie das auch in den Koalitionsverhandlungen? Meinen Sie, dass dieser Aspekt auch erhalten bleiben wird? Also wir erleben ja bei der Photovoltaik, der schon in den letzten Erneuerbaren Energiengesetz Überarbeitungen jetzt ein Deckel eingezogen worden ist, was die überhaupt die Ausbaumenge angeht. Und bei der Windkraft werden jetzt interessanterweise einige Stolpersteine eingebaut. Nun steht der Koalitionsvertrag noch nicht. Wir haben sozusagen die neueste Variante vorliegen, bestimmte Passagen noch in Klammern. Aber es scheint so darauf hinauszulaufen, dass zum Beispiel, wenn die Windparks noch nicht angeschlossen sind, eben die Garantie für die Abnahme des Stromes nicht mehr da ist, zumindest bei 5% nicht mehr. Oder wenn zum Beispiel überschüssiger Strom im Netz ist, dass sie abgeregelt werden können, eben auch ohne Vergütung. Oder aber, dass sie abgeregelt werden können mit einer geringeren Vergütung. Von daher wird es da Verluste geben, auch bei der Windkraft. Das wird sich im Wesentlichen natürlich da auf Norddeutschland beziehen und da ist die Windkraft mittlerweile sehr stark. Es ist also möglich, dass sie das wirklich auch verkraften kann. Aber das sind natürlich Einfallstore, dass dieses Prinzip, der Strom, der da ist, muss auch eingespeist werden, dass das zunehmend unterlaufen wird. Wenn man jetzt so in die Medien schaut, dann heißt es da immer, die erneuerbaren Energien werden subventioniert. Bekommen die Subventionen? Man nennt das keine Subvention, weil es ja bezahlt wird über alle Verbraucher. Aber ich glaube, das ist eine müßige Frage. Natürlich müssen wir auch erneuerbare Energien fördern für eine bestimmte Zeit, weil jede Energieform ist dramatisch gefördert worden und ohne Förderung würden es die Erneuerbaren gar nicht schaffen. Und wenn ich sehe, dass die Photovoltaik von 2004, das ist noch keine 10 Jahre her, da hatte sie eine Einspeisevergütung von 54 Cent pro Kilowattstunde, jetzt liegt sie bei 14 Cent pro Kilowattstunde, in anderthalb Jahren soll sie bei 12,5 Cent liegen, dann ist das eine dramatische Kostenreduktion. Und das ist im Prinzip jetzt der Weg, dass wir genau das erreicht haben, was wir wollten. Die Photovoltaik liegt weit unter dem Preis, den wir jetzt für eine Kilowattstunde als Verbraucher zahlen müssen. Auch die Windkraft ist günstiger in der Stromproduktion als Steinkohlenkraftwerke, knackt schon an der Braunkohle von günstigen Standorten her. Also sie sind schneller, sie haben sich schneller entwickelt, auch kostenmäßig, als jeder von uns gedacht hätte. Bärbel Höhn, ganz herzlichen Dank.